Es ist soweit. Du hältst dich genau an das, was wir besprochen haben. Und du fasst dich kurz. Okay. Ach so, die gehen alle davon aus, dass ich tot bin. Es wird so sein, dass ich das ein oder andere erklären muss. Vor allem mit der eigenen Verlobten. Bin ich dran? Bin ich dran? Ja? Sebastian? Ansgar hier. Ja, ich habe nicht viel Zeit. Warte mal, du lebst? Wo bist du? Wir haben alle gedacht, du bist tot. Das bin ich auch gleich, wenn du nicht endlich zuhörst und genau das machst, was ich sage. Aber du bist doch von der Klippe gestürzt. Wir haben doch alle nach dir gesucht. Wo warst du denn? Das tut jetzt nichts zur Sache. Wichtig ist nur, dass Alexa vor mir steht und mir eine Pistole an den Kopf hält. Alexa Berg? Ja, Alexa Berg. Sie will 10 Millionen für meine Freilassung. Das soll ja wohl ein Witz sein. Netter Versuch, Ansgar. Das ist kein Witz. Sie steht vor mir und bedroht mich. Ich weiß nicht, was sie daran witzig findet. Okay, Ansgar, hör zu. Ich weiß, ich habe damals Scheiß gebaut, ja? Aber wir kriegen das hin. Sag mir einfach, wo du bist. Ich komme vorbei und hol dich ab. 10 Millionen oder Ansgar ist tot. Schön. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt eure Aufmerksamkeit habe. Ich will das Geld innerhalb der nächsten 12 Stunden. Keine Polizei. Alle weiteren Instruktionen folgen. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was du ihnen wert bist. Wo gehen wir eigentlich hin? Ich kann nicht mehr mit meinem Bein. Das reicht. Wir sind da. Ja, und jetzt? Graben? Genauer gesagt, du gräbst. Was soll der Quatsch? Wir haben einen Deal. Fang an. Mann, dieser Typ ist nicht tot zu kriegen. Wie hat Alexa Ansgar gefunden? Ich hab keine Ahnung. Ich frag mich, was macht die denn überhaupt hier? Maria wird doch gesucht, oder nicht? Mordversuch an Ansgar war sich spurlos verschwunden, aber ich habe immer gewusst, die taucht wieder auf. Na toll, und wir können jetzt zusehen, wie wir 10 Millionen auftreiben. Du hast sie doch selbst gehört, die bringt ihn um, wenn wir nicht zahlen. Wir sollten das ernst nehmen, sie hat es schon mal versucht. Die werden zahlen, das ist mir Sebastian schuldig. Wir werden sehen. Was soll denn der Blödsinn? In ein paar Stunden hast du dein Geld. So eine Geldübergabe, da kann so viel schief gehen. Ich will einfach vorbereitet sein. Zu, die tun, was du verlangst. Aber Sebastian hat dich doch schon mal hängen lassen. Er hatte zugelassen, dass du in den Tod stürzt. Ich würde sagen, deine Chancen stehen so 50-50. Los, fang an. Es geht nicht, der Boden ist viel zu hart. Umso besser. Dann dauert's länger. Wir haben so viel Zeit. Und schön tief. Du willst doch nicht, dass die Wildschweine dich ausbuddeln. Und wenn wir doch die Polizei einschalten? Und wenn Alexa Wind davon bekommt, die dreht doch durch und knallt ihn ab. Alexa denkt, dass Ansgar ihren Vater auf dem Gewissen hat. Sie ist getrieben von ihren Rachgedanken. Sie wird ihn abknallen, so oder so, egal ob wir zahlen oder nicht. Tanja, ich habe ihn damals an dieser Klippe hängen lassen. Ich habe seinen Tod in Kauf genommen. Seitdem habe ich kein Auge mehr zugemacht. Wenn ich jetzt die Chance habe, ihn zu retten, dann werde ich das tun. Und wo bitteschön willst du 10 Millionen hernehmen? Aus dem Vermögen der Lahnsteinbank oder was? Wenn das schief läuft, Sebastian, dann bist du schuld. Dann holen wir ihm Hagen ins Boot. Gar keinen Fall. Der spielt sich als Ansgars Retter auf und stärkt noch die Position in der Familie. Wie ich es auch mache, dann schlag du doch was vor. Wir schalten die Polizei ein. Die stellen dir nämlich das Geld zur Verfügung. Und wenn was schief läuft, Sebastian, dann sind die schuld.
ich mach ja schon. Wie genau soll eigentlich die Geldübergabe laufen? Das interessiert dich nicht. Doch, natürlich interessiert mich das. Ich will ja auch, dass das glatt läuft. Das ist schließlich auch in meinem Interesse. Gut, dann. Dein Cousin wird das Geld in einem Koffer in Schneiders bringen und es dort in einer Kabine in der Toilette deponieren. Damen oder Herren? Herren. Billy holt es raus und schafft es her. Das ist der Plan? Das ist der Plan. Darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Lasst jemanden anders das Geld bringen. Warum? Sebastian könnte ihn als den ehemaligen Bodyguard deines Vaters erkennen. Ja, wer soll das dann machen? Deine Tochter vielleicht? Justus, der Butler. Ja gut, dann eben der Butler. Und es wäre auch besser, wenn er das Geld auf der Damentoilette deponiert. Damit es aufhört, wenn er es da rausholt. Vergiss es. Nein. Es ist besser, wenn du das Geld abholst. Hör zu, in der Damentoilette gibt es ein Fenster. Sobald Justus den Laden wieder verlässt, kann Billy hier dir ein Zeichen geben. Und dann schnappst du dir das Geld und verschwindest durchs Fenster. Gut, dann machen wir es so. Vielleicht überlebst du den Tag ja doch. Aber bevor ich Sebastian die Instruktionen durchgebe, werde ich mich davon überzeugen, dass es da auch wirklich ein Fenster gibt. Alexa Berg bei Ihnen meldet, werden wir versuchen, den Anruf zu orten. Und das kann allerdings einen Moment dauern. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Sie unseren Technikern so viel Zeit wie möglich verschaffen. Wie mache ich das? Stellen Sie detaillierte Fragen. Wie zum Beispiel, in welchen Mengen soll das Lösegeld geliefert werden? Sollen wir es in einen Koffer verpacken? Welche Farbe soll der haben? Und so weiter. Soll ich denn nicht versuchen, rauszufinden, wo Sie Ansgar gefangen hält? Nein, das würde ich besser lassen. Das würde sie durchschauen. Fragen Sie nach Ihrem Cousin. Fragen Sie, wie es ihm geht, ob er verletzt ist und so weiter. Okay? So viel Zeit wie möglich. Ja? Die Geldübergabe findet in einer halben Stunde statt. In einer halben Stunde? Nicht quatschen. Einfach zuhören. Das Geld wird in einer Plastiktüte von Ihrem Butler Justus auf der Damentoilette im Schneiders deponiert. Moment, ganz langsam. Ich glaube, das muss ich mir aufschreiben. Merken Sie es einfach. Okay, in einem Plastikbeutel, ja? Wie soll der aussehen? Mit Aufdruck, ohne? Das ist mir total egal. Damentoilette im Schneiders. Wo da genau? In einem Mülleimer? In der ersten Kabine rechts. Sobald wir das Geld haben, wird Ihr Cousin innerhalb der nächsten 24 Stunden freigelassen. Wie geht's Ansgar überhaupt? Ich meine, ist er verletzt? Wird er einen Arzt brauchen? Sollte irgendwas schieflaufen? Oder Sie die Polizei einschalten? Dann sind Sie für den Tod Ihres Cousins verantwortlich. Aber das kennen Sie ja schon. Moment. Warten Sie. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit, um das Geld aufzutreiben. Und, haben wir Sie? Nicht genau, wir haben immer noch einen Radius von einem halben Kilometer. Wo? Düsseldorfer Innenstadt.
Okay, sie hat gesagt wir, also ist sie nicht alleine. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sie in der Nähe ihres Cousins gerade telefoniert hat. Also haben wir nichts. Wir wissen, wo die Übergabe stattfinden soll. An allen Orten dieser Stadt, wieso im Restaurant meiner Frau. Hör zu, wir haben ein sehr enges Zeitfenster. Ich möchte, dass 20 Mann um das Restaurant postiert werden. Ich gehe mit zwei Beamten rein. Und schafft mir diesen komischen Butler her, der muss ja auch noch instruiert werden. Herr von Nahlstein, wir haben das Geld präpariert, wir werden auch den Plastiksack präparieren. Und Sie haben das eben sehr gut gemacht. Wir werden die Berg kriegen. Das hoffe ich. Schneiders. Alles klar. Ach, pass auf, das Landschein nicht abhaut. Moment, war das Alexa? Was hat sie gesagt? Herr Stiel, Kommissar Helmke, unser Mann der Stunde. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind, Justus. Ich muss gestehen, dass ich ob der Dringlichkeit etwas irritiert bin. Ja, wir sind alle von den Ereignissen etwas überrascht worden. Herr Stiel, es geht um einen äußerst wichtigen Notfall der Familie von Nahnstein. Ja. Eine Lösegeldübergabe. Oh mein Gott. Wer wurde entführt? Graf Ansgar. Ja, aber das heißt doch, dass er lebt. Ja, aber er ist in Schwierigkeiten. Und Sie, Herr Stiel, Sie können ihm jetzt helfen. Was muss ich tun? Sie deponieren das Lösegeld im Restaurant Schneiders in der Damentoilette. Erste Kabine rechts. Mhm. Und machen Sie sich keine Sorgen, wir werden die ganze Zeit in Ihrer Nähe sein. Gut, ja. Verhalten Sie sich ruhig und den Anweisungen entsprechen. Gut, ja. Herr Stiel, haben Sie noch eine Frage? Das Geld? Ja. Ja, ich finde, in solchen Momenten wäre etwas Lyrik nicht unangebracht. Nur zu. Ein Held zu sein, bedarf's nicht viel. Er schreitet voran und erreicht sein Ziel. Ihre Gedichte werden immer besser, Justus. Ja.
hoffen, dass alles glatt geht. Das Geld liegt immer noch auf der Toilette im Schneiders. Sollte die Übergabe nicht schon vor einer Stunde laufen? Es ist niemand aufgetaucht. Na toll. Dann hat sie was mitbekommen. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht mehr ausschließen. Denken Sie, es kommt noch jemand, der das Geld holt? In der Regel melden sich Entführer noch mal nach einer missglückten Geldübergabe. In der Regel. Ist ja beruhigend, verdammte Scheiße! 10 Millionen sind eine Menge Geld. Wer so viel will, der wagt auch viel. Alexa Berg wird sich noch mal melden. Wenn nicht? Wenn sie sich nicht hält an ihre Regel? Die Fahndung nach ihr läuft der Frucht um. Erzählen Sie das mal meinem Cousin. Ich meine, Sie kennen doch diese Alexa, die ist doch völlig unzurechnungsfähig, wie besessen. Wahrscheinlich ist Ansgar sowieso längst tot und gerade irgendwo verscharrt. Ach komm schon, Sebastian. Ich habe dir direkt gesagt, es war ein Fehler, die Polizei einzuschalten. Bin ich am Ende doch noch verantwortlich für seinen Tod. Geht ihn los. Was ist? Habt ihr das Geld? Was passiert denn jetzt? Wir machen einen Ausflug. Was? Dein Cousin hat die Bullen eingeschaltet. Bitte. Bring es endlich hinter uns.